So, wir machen weiter jetzt hier mit der Grill Battle Challenge. Auf dem zweiten Account seltsamerweise geht's leider nicht mehr auf meinem ersten. Das ist echt krass. Ich weiß auch nicht warum. Meinem ersten, obwohl ich eigentlich immer zeitgleich gespielt habe, fehlt mir momentan immer eine Runde. Ich habe aktuell überhaupt keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Das ist echt sehr, sehr strange. Mal mit der Drunk at Work. Dann habe ich hier einen Endkill. Oh. Hätte ich vielleicht zuerst die Slurek spielen sollen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja. Jetzt sieht die Sache natürlich schon ein bisschen anders aus. Jetzt, wo das Drunken Event nicht mehr da ist, merkt man schon gleich den Unterschied. Ja, das Match werde ich dann wohl auch verlieren. Ja, so bescheiden kann's laufen. Jetzt merkt man, jetzt wird mein zweiter Account richtig degradiert. Verdammte Axt. Naja gut, gucken wir einfach mal, wie weit wir noch kommen jetzt hier mit dem Ding. So, Crack. Dann habe ich hier ein Oktoberfestlila erstmal. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal anfangen hier. Oh nein. Oh nein, 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 oh nein. Da hinten den Flirty-Two da noch hin. Muss jetzt möglichst viel Schaden da noch anrichten. Ach, Scheiße. This is not good. Hier. Oh, wie viele Leben habe ich denn überhaupt? 41. Theoretisch könnte es dann jetzt funktionieren, wenn ich den jetzt einmal blocke. Ah. Jetzt müsste ich aber noch einmal durchkommen und es reicht eigentlich, ne? Jawohl, gerade so geschafft. Und dafür nur eine einzige Stufe bekommen. Mann, ey! Bin froh, dass ich das Match überhaupt gewonnen habe. Kriege ich nur eine einzige Stufe. Ist das blöd? Naja. Gucken wir mal weiter. Einstein. Ein Bob. Ein weiterer Stan. Eine Drunken Clam. Ein Bob. Schauen wir mal mit dem Flirty Tutor an. Na, ja gut, da müssen wir jetzt uns was einfallen lassen. Ja. So, hier jetzt mal die Leuchtpistole noch da vorne hingepflanzt. Oh mein Gott, verdammte Axt. Das ist mal wieder richtiger Schrott hier. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt verliere ich das nächste Match. Mach den da fertig. Nein. Scheiße. Ah, wie scheiße, scheiße, scheiße. Ah, drei Matches. Fünf Level verloren, ey. Warum habe ich das jetzt überhaupt gemacht hier? Und jetzt habe ich wieder nur so. Oh Mann, Drunken Clam. Jetzt gleich mal den Bill hinterher geschoben. Ah, den Bobby. Toberfest Lila. Ah, die besten Sumpfpartys. Und dann hätten wir noch einen betrunkenen Fry. Da hinten jetzt ein Flirty Tutor noch gesetzt. Einmal eine Leuchtpistole. Eine Alamo Beer. Einmal die Generalprobe. Und das war's.
Oh mein Gott, wenigstens plus 2. So, jetzt sieht's gar nicht mehr so schlimm aus. Jetzt sind es nur noch 3, die ich bereits verloren habe. Hätte ich gar nichts gemacht, wär ich 3 Stufen weiter. Naja. Schauen wir mal. Gibt's so eine Idee? Okay, also, weiter geht's. Ein Fry als Gegner. Mit einer Louise. Ich habe einen Bill. Und dann spiele ich gleich jetzt erstmal den ersten Sturz betrunkenen Bill. Ich muss jetzt hier zusehen. Das ist mir zu riskant. Jetzt gleich den nächsten Bill hinterher mit der Drunken Clam. So, jetzt cripple ich schon mal ganz gut was weg. Dann noch einmal betrunken auf dem Rasenmäher und dieses Match sollte auf jeden Fall gewonnen werden. So, jetzt kann ich mal da in aller Ruhe da hinten noch einen Bob spielen. Und den pushe ich jetzt mal. Oh. Wieso jetzt war die Automatik drin? Plus 1. Das ist schon 2 verlorene Matches. Warum war jetzt die Automatik auf einmal drin? Ich wollte doch einfach nur. Die wollte ich jetzt gar nicht drin haben. Na gut, also, dann muss die Automatik auf jeden Fall jetzt wieder raus hier. Na, Blurns Ball. Dann hätte ich eine Drunken Clam. Und einen. Wir machen gleich die Drunk at Work. Komm. Bloody Tudor. Ah, Scheiße. Burger Boss. Ich muss erstmal eine Stufe weiterkommen. Frykowski. Der hat jetzt natürlich nicht lange überlebt. Greif weiter an. Oh nein, 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 nein. Na gut, also, zusammenreißen. Und weiter geht's. Oktoberfest Lila. Eine Drunken Clam. Einen Hank Hill. Und ein betrunkener Hank ist natürlich auch geil. Noch eine Drunken Clam, oder? Da ist er, die Sackzentmünzen. Das letzte Mal ja schon gesehen hier. Sackzentmünzen. Geile Karte, was ist das denn? Nie gesehen, ey. Die Sackzentmünzen. Habt ihr sowas schon mal gesehen hier? Sackzentmünzen. Sackzentmünzen. Da haben wir die Bombe dann, das Bömmsche. Und dann haben wir den Limo-Bar-Trinker. Komm, spielen wir doch den da. Dann einmal die besten Sumpfpartys da hinten und die Sackzentmünzen sind weg. So, also das Match haben wir jetzt wieder gewonnen. Wieder nur eine plus 1. Oh mein Gott, ey Leute, ehrlich. 3 kriegt man abgezogen, ne? 3 kriegt man abgezogen. Ich war vorhin. Oh nein, ich darf gar nicht dran denken. Warum habe ich mir das jetzt hier angetan? Oh, ne, ich weiß es. Extra für euch. Oh nein, jetzt ist auch noch. Tja. Das war ein niedriger Akku, würde ich mal sagen. Den ich nicht rechtzeitig bemerkt habe. So, bedeutet. Jetzt müsste man schnell. Irgendwas machen. Warten wir mal. So. Ja, das weiß ich doch. Was willst du mir denn da jetzt erzählen? Was ist denn jetzt passiert?
Was ist das für ein komisches Match? Was ist denn das jetzt hier? Muss ich jetzt mal ein Bild immer heilen? Oh mein Gott. Hä? Ich war doch eben gerade noch. Was ist denn hier passiert schon wieder? Drum auf dem Rasenmäher. Oh mein Gott. Was will. Wofür habe ich jetzt eigentlich den Akku geladen? Ganz ehrlich, wofür habe ich jetzt den Akku geladen? Das ist doch mal so eine Scheiße. Ich glaube es jetzt nicht, ne? Ich war vorhin auf Stufe 65. So. Ja, Mann, ja klar. Noch eine 10er Louise hinterher. Alles klar, ich ist super, ich bin total begeistert gerade. Toll, wie das läuft. Toll, juhu, sensationell. Das macht richtig Spaß. Scheiße, Mann, gibt's doch nicht. Kann nicht wahr sein hier. Was ist für ein Dreck? Den tätowierten dicken Mann da mal hin. Oh, ja klar. Und da hinten noch eine paddelnde Peggy. Ja, logisch. Alter Vater, ey. What the hell? Das gibt's doch nicht. Betrunken auf dem Rasenmäher hinterher. Oktoberfest lila noch dahin. Jesus, Maria und Josef. Gibt's doch nicht. Also. Oh, wenigstens wieder zwei Stufen nach oben bekommen. Ey, das kann doch nicht sein. Stufe 60. Toll. Vorhin hatte ich 65. Sensationell. Ich will nach Hause, sagt der Bobby. Ja, es geht mir nicht anders, Mann. Oh, und gleich noch ein schmieriges Gedutsch hinterher. Ist klar. Jawohl. Das ist schön. Ah, das macht Spaß, gell? Ja. Ich mache hier jetzt erstmal den Burgerboss hin. Der fängt auch schon mal an, dann gleich richtig hier aufzudrehen. So, und bis da hinten. Oh, da habe ich schon den Rupert zum Heilen. So. Mann. Gut, weiter geht's. Ah! 62! Alter Vater, ey, das gibt's doch nicht. Ja, das war's hier von dieser Grill Battle Challenge, die ich mir jetzt sparen können. Also, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir einfach mal ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal! Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit einem total gechillten Herrn Klein. Ich mach's gut. Bis dann und tschüss.